schön, dass du wieder dabei bist. Von Symbolen hast du bestimmt auch schon eine ganze Menge gehört und von Energie sicherlich ebenfalls. Aber hast du schon mal was von Symbol Energie gehört? Ja? Super, dann bist du jetzt hier ganz genau richtig. Und wenn du noch nichts davon gehört hast, dann erst recht. Ich sag hallo, schön, dass du wieder da bist und hallo Willi. Grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich auch. Willi Bucheli aus der Schweiz ist wieder zu mir gekommen, damit wir gemeinsam eben genau über dieses Thema mal sprechen können, denn du bist da der Fachmann. Symbolenergie. Willi, was dürfen wir uns darunter vorstellen? Ja, ich glaube, wir haben schon mal einen kleinen Film darüber gedreht, was Symbole sind oder über Symbole. Jetzt wollen wir da mal richtig tief einsteigen. Und genau, und jetzt habe ich schon mal erklärt, dass Symbole eigentlich überall sichtbar sind. Wenn Sie einen Mercedes-Stern sehen, irgendwo auf der Welt, wissen Sie, ah, Mercedes ist ein Symbol, oder? Und so gibt es Symbole, die bekannter sind und nicht so bekannt sind. Es gibt Symbole, die auf unserer Erde entwickelt wurden, und es gibt Symbole, die von Außerirdischen geschickt wurden. Und ich arbeite oder habe das Glück, seit dem Jahr 2000 oder 1999 an Symbole herangekommen zu sein, die übermittelt worden sind von unseren Sternengeschwistern, vom Sirius B, vom Antares, vom Aldebaran. Und diese Symbole wurden uns gegeben, damit wir Menschen umgehen können oder Hilfe geben können anderen Menschen. Und so ist es auch. Ich habe dann über diese Symbole, was mit einem begonnen hat, am Schluss hunderte von Symbole erhalten, mit denen wir da arbeiten dürfen. Also wir, nenne ich dann wir Menschen, nicht nur ich, sondern alle, die die Symbole kennen oder mit umgehen wollen, können arbeiten. Symbole haben eine Schwingung. Und wir reden ja eigentlich zuerst von freien Energien. Das heißt, es ist nicht jetzt am Anfang nur ein Symbol, sondern zuerst existiert die freie Energie. Freie Energien bedeuten, das kann Sonnenlicht sein, das ist die Wärme. Das kann kalt sein, das ist der Regen, das Eis. Es gibt der Wind, Böen, Stürme, das sind alles freie Energien. Und das heißt, die sind für alle Menschen gleich. Alle können davon profitieren oder haben ein Problem, eben wenn die Energie dann zu stark wird. Und die Symbole eigentlich, es geht nicht um das Zeichen nur, sondern es geht darum, was ist für eine Energie da. Und jedes Symbol, das wir benutzen, hat eigentlich die Aufgabe, solche freien Energien, die ja frei sind, darum auch das Wort, um eine Transformation durch dieses Symbol zu setzen. Das heißt, dass die Energie in eine gewisse Richtung transportiert werden kann. Wenn wir jetzt solche Energien haben, die wir bündeln können und über ein Symbol in eine gewisse Richtung schicken können, kann ich es für etwas gebrauchen. Das heißt, es löst dann ein Energiefeld aus, das in unserem aurischen Feld drin hilft, etwas zu verändern, etwas umzustellen. So kann ich ein Symbol haben, ich nenne es Reiki zum Beispiel, das ist ein Name, weil jedes Symbol haben wir betitelt mit einem Namen. Dieses Reiki hilft mit, zum Beispiel auch die Liebe zu vermehren, dass wir die besser weitergeben können. Und so hat dann jedes Symbol hat eine Möglichkeit, in einem Gebiet aktiv zu werden. Und wenn ich Symbol Energien nenne, ist es genau das, dass eben jedes einzelne Symbol einen anderen Vektor gibt. Das heißt, es sammelt, bündelt die freien Energien und gibt es dann in einer gewissen Richtung weiter. Und daher können wir für Krankheitsformen, also Veränderungen, die im Körper stattfinden, können wir positiv beeinflussen. Ich habe sehr oft erlebt, dass Leute, wenn ich die Symbole gegeben habe, innerhalb Minuten schmerzfrei waren. Oder zum Beispiel, wenn sich eine Grippe angebahnt hat, wir noch vor der Grippe, bevor es richtig ausgebrochen ist,
Symbole setzen konnten, dass die Grippe gar nie ausgebrochen ist. Und so können wir diese Energien für uns selbst nützen, aber auch für andere Menschen, Familie, Freunde, Umfeld, Bekannte. Und so können wir zum Beispiel Hilfe anbieten für Menschen, um die zu unterstützen. Wir heilen ja nicht. Es gibt ja nicht meine Heilung, sondern eine Symbolenergie gibt derjenigen Person die Möglichkeit, über ihr Energiefeld sich so auszurichten, dass es wieder ins Lot geführt wird. Das heißt, dass der Körper seine Belastungen, die er mit sich trägt, auflösen kann. Dadurch kann ich helfen, Krankheiten zu unterstützen. Also wenn jemand Krankheiten hat, können wir über die Symbole eine Hilfe geben, dass sich der einzelne Mensch, das System, nicht der Mensch als solches, aber dass dieses innere System dieses Menschen sich wieder danach ausrichtet, in Schwingungspositionen zurückgerückt zu werden, die für ihn dann wieder wichtig sind, um zum Beispiel schmerzfrei werden zu können. Und das sind jetzt Situationen, wo ich am Anfang, wo ich mit diesen Symbolen gearbeitet habe, angefangen habe, für jeden Klienten Symbole zu suchen. Habe ich mir am Schluss gefragt, darf ich noch ein paar Symbole suchen für Sie? Ich habe mir die dann zeigen lassen von meinen Helfern. Also ich habe nicht entschieden, welches Symbol jetzt wer braucht, sondern ich habe mir die zeigen lassen über den Pendel und habe dann das den Leuten gegeben. Und dann habe ich dazu immer den Text gelesen, was dieses Symbol eigentlich bewerkstelligen will, was hat es für einen Hintergrund. Und indem zum Teil Leute das nicht verstanden haben, den Text, was der sagen wollte, aussagen wollte, haben sie mich gebeten, können Sie das mit anderen Worten mal erklären. Und ich wurde dann am Anfang so gezwungen, in mich zu gehen und versuchen, denen das anders zu erklären. Und das hatte dann mir dazu mal geholfen, eben mich selbst zu verändern, indem ich plötzlich einen Hintergrund gefunden habe von einer Krankheit. Das war das erste Mal in meinem Leben, in meinem langen Arbeitsleben, wo ich dann bewusst sehen konnte, was eigentlich hinter dieser Krankheit steckt. Und das hatte dann begonnen, das war eben im circa 2000 rum, und das hat mir dann geholfen, bis heute so weit zu gehen, dass ich sage, es gibt keine Krankheit, es gibt aber die Veränderung. Und wir schauen einfach diese Veränderung so zu umgehen oder zu verändern, wieder zurück zu verändern, dass es neutral wird. Und dadurch auch keine Krankheit mehr besteht oder keine Schmerzen mehr da sind. Und das sind diese Symbolenergien, die ich eigentlich heute tagtäglich mitbenütze und den Menschen mitgebe, damit sie sich selbst zu Hause weiter unterstützen können oder dann auch die Gesundheit wiederfinden. Ja, das ist spannend, ne? Das so zu gehen, das, was überhaupt geht mit Symbolen. Du hattest mir ja damals auch schon ein paar Symbole oder uns gezeigt und ich habe die dann auch aufgezeichnet und habe die in die Fenster gelegt, zum Beispiel wegen dieser Strahlung. Genau. Und so, ne? Und ich fühle mich viel besser seitdem. Und lustigerweise, ich habe viele Rückmeldungen erhalten von Menschen, die gesagt haben, ah, ich habe das gesehen und hast ja über Symbole mal geredet und das, was du gezeigt hast, haben wir benutzt. Ich benutze das jetzt täglich für mein Wasser und der andere hat es benutzt für den Elektrosmog. Und ich muss sagen, es funktioniert, es geht gut. Oder? Und das Schöne ist, eine Symbolenergie, die wirkt immer. Das heißt, ob ich dran glaube oder nicht. Ich kann Skeptiker sein und sage, ja, so ein Humbug, was soll da so ein Symbol, ein Zeichen überhaupt bewerkstelligen? Das Symbol selbst bewerkstelligt nichts. Aber wie ich jetzt anfangs erklärt habe, es geht hier um diese freien Energien, die gebündelt werden und dann durch Symbol eine Richtung erhalten. Und genau über diese Richtung kann Veränderung dann entstehen im Körper drin, weil eben jeder von uns hat ja eine andere Grundschwingung. Drum zum Beispiel, ihr findet sicher auch nicht alle Menschen gleich nett und gleich super. Aber ihr seht einen Menschen und sagt, wow, hey, diese Frau oder dieser Mann, Wahnsinn, das berührt mich. Da geht ihr in dieses Schwingungsfeld hinein.
oder? Und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das funktioniert einfach. Und das ist auch wie ein Symbol, oder? Der Mensch ist dann das Symbol, der strahlt die Energie aus. Da kann ich tun und nicht tun, was ich will, und es funktioniert. Oder es kann funktionieren, wenn wir es zulassen, oder? Das ist dann halt die nächste Frage noch. Aber ich kann mich nicht wehren. Und so ist es auch mit den Symbolenergien. Die haben immer die Kraft zu arbeiten. Ob jemand glaubt oder nicht glaubt, es funktioniert. Das Schöne ist aber an diesen Symbolen, die wirken nicht immer das Leben lang auf diese Person ein, denn wenn mein Körper diese Schwingung verändert hat, die mir das Symbol geben will, hört die Funktionalität auf. Das heißt, ich kann niemanden mit einem Symbol verletzen oder überfordern. Nein, es hört einfach auf zu wirken, und ich kann jetzt zum Beispiel Wasser trinken, indem ich das informiere mit dem Symbol, und es bringt gar nichts mehr. Also das Symbol ist so intelligent, sprich die Energie ist so intelligent, dass wir nicht zerstörerisch wirken können, sondern nur positiv arbeiten können damit. Das ist eine gute Nachricht übrigens. Also man kann da sowieso alles nur richtig machen mit den Symbolen. Ja. Das ist toll, ja. Und ich habe ja schon so vielen Menschen helfen dürfen, oder die bei mir in Seminaren waren, wo ich über die Symbole gegeben habe, wo sagen, wow, was die mir da für Rückmeldungen geben, was sie alles geändert haben. Und das ist so herzerfreuend für mich, so etwas Tolles, weil wenn ich sehe, wow, jeder hat Erfolg. Es ist nicht etwas, was ich einfach da verkaufen will, sondern nein, es ist mein Wissen, das ich mitgebe. Aber jeder kann mit diesem Wissen zusammen wachsen und kann das bei sich setzen. Meine älteste Teilnehmerin war 82. Die fliegt heute noch Doppeldecker. Wahnsinn. Ja, das ist echt toll. Und die Frau kam mit fast null Lebensenergie an dieses Seminar. Am Schluss hatte sie um die 70% Lebensenergie. Und wie gesagt, die fliegt noch Doppeldecker. Und fast unverständlich, aber es macht so Spaß, wenn man dann sieht, es funktioniert. Und genau die Dame sagt, wow, ich habe so viele Verbesserungen jetzt erhalten, seit ich die Symbole benutze und damit umgehe und arbeite. Und sie hat gesagt, ich möchte es für mich lernen, damit ich mir selbst helfen kann und meiner Tochter, die war behindert. Und ich darf ihr dann somit helfen, ihr Leben auch zu verbessern. Und die hat so geschwärmt und sagt, du, ich benutze das fast täglich und es hilft. Und das macht Spaß, dass ich weiß, es ist für jeden Menschen geeignet, ein Symbol zu benutzen oder die Symbole zu benutzen. Und wie gesagt, ich oder du, wir können nichts Falsches tun. Wir können es einfach annehmen. Ich sage es lieber so positiv, ne? Wir können es nur richtig machen mit den Symbolen. Ja. Aber wichtig ist, dass wir sie einsetzen und dass wir sie kennen. Ja. Ohne dass ich was tue, geht nichts. Das heißt, ich muss schon dieser Energie die Möglichkeit geben, zu handeln, dass sie arbeiten kann beim Menschen. Aber dafür muss ich dann was tun. Sei es für mich oder für den anderen, indem ich sie suche. Ich muss ja die zusammenstellen und ich muss die aktivieren. Wir können die Energie aktivieren, dass sie in der Sekundenbruchteilen wirkt. Und nicht lange Zeit braucht, bis es zu wirken beginnt. Aber das ist alles so Informationen, die ich weitergeben kann. Und ich gebe die gerne weiter. Ich sage immer, ich habe keine Geheimnisse. Ich nehme nichts mit ins Grab, was die anderen wissen sollten. Und das ist für mich wichtig. Das ist sogar exorbitant wichtig. Deswegen ist es auch so toll, dass du immer noch deine Seminare gibst und dass es eben ganz viele Menschen gibt, die solche wunderbaren Erlebnisse berichten, wie die Dame, die jetzt wieder fliegt. Ne? Das ist absolut genial. Das macht so viel Spaß, oder? Und nicht, dass ich immer das hören muss, es geht nicht, das geht nicht gut, das ist schlimmer oder ich habe Schmerzen. Lass mal die Energie weg, wir geben mal die Energie in die Art der anderen Menschen, die berichten, ja, es hat geklappt, ja, es ist wunderbar, es funktioniert. Und ich bin gut drauf jetzt und das hat mir geholfen und danke, 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 dass das so gut funktioniert. Genau. Ja, das ist, ich hatte lustigerweise auch eine Dame, die war hier, und dann haben wir gezeigt, zum Beispiel Pakete, wir machen solche Symbolpakete, wo wir dann hineinschreiben, für was dieses Paket wirken soll.
Und dann habe ich ihr gezeigt, was sie tun kann, wenn eben Grippe kommt oder Grippewelle da ist. Und die hat dann am gleichen Abend, wo sie nach Hause ist, hat sie mir dann noch ein Mail geschrieben, oder einen Tag später, sie hätte jetzt gleich abends für ihre Schwester, die ihr angerufen hatte, dass sie merkt, sie wird krank und sie könne dann vermutlich morgen nicht kommen an ein Treffen, hat sie sofort ein Paket gemacht, was sie mitgelernt hat, hat sich die Symbole gesucht, hat die reingesetzt. Am anderen Tag sei die Schwester gekommen und hat gesagt, wow, es ging mir plötzlich viel besser und ich habe nichts mehr. Und die waren doch schon so begeistert, dass ich gesagt habe, kaum komme ich nach Hause, ich habe das erste Mal was gemacht und habe schon Erfolg. Ja. Und das macht halt, wie gesagt, das macht das Ganze interessant und spannend. Und wir sind unabhängig von vielen Sachen, oder? Das heißt, die Energien sind frei, also die gehören allen und wir können alle mit denen umgehen. Ich muss nur wissen, wie ich das Werkzeug in die Hände nehmen muss, damit es dann auch so funktionieren darf. Möchtest du uns dazu mal ein Beispiel geben? Ja, ich würde gerne ein Beispiel von Symbol euch heute lassen. Und zwar ist das ein Symbol. Ich habe es hier drauf. Man sieht es vielleicht jetzt halt noch nicht so gut. Das heißt Lamuria. Und Lamuria ist ein Symbol für die Selbstliebe. Und ich glaube, das in der jetzigen Zeit ist enorm wichtig, dass wir alle lernen, unsere Selbstliebe mehr zu finden und vor allem zu spüren und wichtig ist, anfangen zu leben. Ich möchte euch einfach das mit auf den Weg geben, dass ihr zum Beispiel dieses Symbol dann irgendwo auf ein Blatt Papier malt und es bei euch trägt. Irgendwo in eine Tasche reingibt, Hosentasche, oder ich habe viele Frauen, die setzen sich das in den BH rein, dass sie es einfach mittragen können den ganzen Tag. Und das hilft halt mit, in dieser Zeit auch in diese Selbstliebe zu kommen. Und es gibt nichts Schöneres, wenn wir plötzlich spüren, hey, es beginnt alles besser zu fließen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo die ganzen Sternenkonstellationen so ausgerichtet sind, dass wir total im Wandel sind, hilft es jetzt eben mit, das Neue dann auch zu üben oder anzunehmen und auf diesen neuen Weg weiterzugehen. Übt es für euch und dürft es auch ungeniert weitergeben. Denn es sind freie Energien. Und freie Symbole. Und wer noch Symbole, ja, mehr Symbole kennenlernen will, der kann ja entweder bei dir das Buch bestellen oder gleich ein Seminar besuchen und dann kriegt er auch ganze Pakete geschnürt. Ja, es gibt halt verschiedene Bücher und klar, wenn Leute sagen, ja, ich möchte jetzt einfach ein Buch mal haben, okay, aber es ist einfach wichtig, dass die Leute dann auch beginnen zu wissen, was oder wie kann ich es tun und wie kann ich damit umgehen, weil seit 2000 hat sich vieles mitverändert, nicht vom Symbol aus, aber von der Handhabung aus, weil heute funktionieren für mich die Symbole noch viel schneller als früher. Also darum ist es wichtig, dass ich einfach das Wichtigste mal weiß, wie ich gehe, kann ich die Symbole suchen, wie weiß ich, wie mit denen umzugehen ist, wie verstehe ich das Ganze. Und da gibt es halt eben die Möglichkeit, dass ich den Leuten das gerne mitgebe in Form von Seminaren. Und ich garantiere euch, ihr könnt schon nach den ersten 2 Tagen könnt ihr mit den Symbolen umgehen. Es macht eine wahre Freude. Dankeschön. Danke dir. Und in dem Sinne wünschen wir euch von hier aus jetzt ganz viel Freude damit. Ich habe euch das Symbol ja groß eingeblendet. Malt euch das einfach ab. Malt euch das auf ein leeres Blatt Papier und dann lasst es wirken. Ihr könnt es ganz klein machen, wie Willi schon sagte, in euer Portemonnaie stecken. Oder die Damen halt in den BH hinein. Oder einfach die Hosentasche. Das geht auch. Und jetzt von hier aus wieder euch alles Liebe. Gleichfalls.